glaube, wenn man ein Ziel erreichen will, muss einem bewusst werden, da geht es rauf und runter, emotional, mit deinem Körper, mental. Und dann hast du einfach Herausforderungen und dann musst dich auch quälen können. Ja, quälen heißt, du gehst dann einfach trainieren, wenn du einfach schon müde bist vom ganzen Tag und musst einfach nur trainieren gehen, weil du weißt, es ist notwendig. Ich kann nicht nur immer das tun, was sich so gerade gut anfühlt. Ja, da komme ich ja nirgends hin, dann brauchst du ein Ziel. Und muss dann halt selbst genau wissen, was passt zu mir. Und du kannst ja auch quälen und daran auch Spaß haben. Ja. Quälen heißt trainieren, hart trainieren, merken, wie dein Körper und dein Geist funktioniert, wie du einfach auf 100% läufst. Das ist ja ein tolles Gefühl. Und zum Glück stehe ich draußen. Zuerst versuche ich einmal Freiheit zu finden, ja, um kreativ zu sein. Und wenn du kreativ bist, ich glaube, dann liegt es in der Natur der Sache des Menschseins, dass du Herausforderungen suchst. Deine eigenen, deine persönlichen, was immer das ist. Ich glaube, das Red Bull Eras ist sicherlich eine Herausforderung, die mich am meisten beansprucht. Ich glaube, speziell jetzt in dem Leben, in dem ich drinnen stecke und mit der Tätigkeit eines Aeros-Piloten, ist es ganz wichtig, dass du auch weißt, wo du zu Hause bist. Und da geht es nicht um Leistung, da geht es um einfach was ganz Ursprüngliches, das einfach in mir drinnen steckt. Ich habe mein ganzes Leben, glaube ich, ist aufgebaut auf einer Philosophie von einer Gemeinsamkeit im Klettern, gemeinsam was erreichen, gemeinsam ein Abenteuer erleben. Und dann ist es für mich ganz normal, dass ich dann immer aus einer Welt entfliehe, in der man sehr schnell entfremdet. Und dann gehe ich natürlich zurück dorthin, wo ich mich wohlfühle. Das ist gemeinsam mit meinen Freunden, in dem Fall mit Robert und mit Jürgen, einfach klettern gehen. Klettern gehen, einfach einen schönen Tag draußen verbringen. Und diese Leidenschaft, würde ich jetzt auch sagen, die war immer ganz bezeichnend für den Hannes. Da ist es nicht darum gegangen, was letztendlich dann ausschaut, aber die Idee und die Leidenschaft damit verbunden und dann diese Konsequenz, dieses auch zu machen und daran zu arbeiten und in diese Richtung wirklich weiterzugehen als viele, viele andere. Das ist, würde ich als was bezeichnen, was den Hannes ausmacht und was ihn auch auszeichnet. Tut schon ein bisschen. Rückblickend muss ich sagen, wundern tut es mich nicht, dass der Hannes in diese Position gekommen ist, weil er eben die Dinge, die er angegangen ist, beim Klettern ist es um Leistung gegangen. Später dann beim Paragliden hat er neue Dinge ausprobiert, hat Hochleistungen vollbracht, beim Basejumpen genauso. Und genauso war es dann in der Fliegerei. Und deswegen wundert es mich nicht, dass er in Air Race in diese Position gekommen ist. Es ist ganz lustig immer, wir haben ein gewisses Image gehabt, ja, ob das jetzt das Image eines Tüftlers war oder viele haben gesagt, ich habe einen aggressiven Flugstil. Ich glaube, an dem Image wird sich nicht viel ändern, denn das bin ich. Ich gebe dem ganzen Team eine Note. Ich habe mich wieder versucht, möglichst perfekt aufzustellen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung, vielleicht mit ein bisschen mehr Coolness will ich
zumindest versuchen, in den ganzen Wettkampf reinzugehen. Denn im Endeffekt, ich habe hoffentlich auch in den vergangenen Jahren ein bisschen was gelernt. Ich bin drauf gekommen, dass wenn ich immer das mache, was ich wirklich gern mache, wenn ich das mache, was mich glücklich macht, ja, dann ergibt sich mein Lebensweg von selbst. Ja. Dann bin ich gut in dem, was ich mache, dann bin ich konkurrenzfähig, dann gehe ich darin auf, dann bin ich glücklich, für mein Umfeld passt es. Und so hat sich dann im Endeffekt auch ein Red Bull Air Race ergeben. Ja. Also eine Mischung aus all dem, was ich gelernt habe. Wenn ich so meine Karriere und meinen Lebensweg ein bisschen rückverfolge, dann komme ich schon drauf, dass der Ursprung sehr stark in einem gewissen Drang nach einer Freiheit liegt. Ja. Das heißt Freiheit, du willst auf einen Berg aufgehen, du willst schauen, was ist dahinter, was ist möglich im Leben generell. Und da war natürlich das Klettern und Bergsteigen eine perfekte Spielwiese für mich damals. Das Abenteuer schlechthin. Für mich hat es mehr Sinn ergeben im Leben, als in die Schule zu gehen. Ich habe da auch alles gelernt, was ich lernen habe müssen. Was mir im Moment auch wichtig erscheint, das hat viel zu tun mit einem Vertrauen in ein Team, in einen Partner. Hat viel zu tun mit Verantwortung übernehmen, auch mit Leistung und mit einer Herausforderung, mit dem Umgang mit Risiko und. Und der Rest hat sich dann ergeben. Ich habe das Vertrauen gehabt in mich selbst, dass ich einfach mich nicht zwinge, einen gewissen Weg zu gehen, sondern dass ich dem Leben selbst vertraue, was immer sich ergibt. Und das, was sich dann ergeben hat, war im Endeffekt das Paragliden. Es gibt schon Eindrücke, die bleiben präsent in jeder Sportart. Und beim Fliegen war es ganz klar, ich spüre das jetzt noch, die Faszination, dieses Gefühl vom Boden abzuheben. Und ich glaube, der Augenblick hat mich auch geprägt, neben meinem Bedürfnis, Freiheit zu leben, Abenteuer zu leben. Das war dann natürlich vor allem als 15-jähriger Bub, ist auf der einen Seite ein Traum in Erfüllung gegangen, auf der anderen Seite hast in dem Moment einfach 100.000 Visionen gehabt. Visionen vom Leben, von einer Zukunft, von Träume. Und im Endeffekt, was gibt es dann Schöneres, wenn du als Kind, als Bub, plötzlich auf einmal so einen Sinn im Leben verspürst und nur mehr den Drang hast, zu machen, zu tun. Und den habe ich jetzt noch. Ja, dieser Drang, Neues zu machen und auch zu verspüren, dass du Unmögliches möglich machen kannst. Das Ganze gemeinsam mit meinen Freunden. Wir sind als Erste von hohen Bergen runtergesprungen. Wir haben das zu einer Zeit betrieben, wo Basejumpen noch nicht in war, ja, aus einer Lebensphilosophie raus. Und ich glaube, die Neugierde und der Drang war auch da, sich weiterzuentwickeln. Diese Zielstrebigkeit und diese Fokussiertheit und immer auch schon eine gewisse Portion Professionalität, das war von Anfang an dabei. Beim Hannes war immer die Kamera mit dabei, zum Beispiel. Einfach auch, um das zu dokumentieren, wer weiß, was man dann einmal daraus machen kann. Und das ist dann auch aufgegangen. Also sind dabei Bilder entstanden, es sind dabei die Unternehmungen in einer Art und Weise dokumentiert worden, die dann auch umgesetzt
wurde medial. Also das war auch diese Professionalität war dabei, die es ja braucht, um diese Leistungen zu ermöglichen. Weil als Hobbysportler kann es so weit nicht kommen. Ja, und die logische Entwicklung war dann natürlich, sich weiterzuentwickeln. Und wo ich das erste Mal einen Kunstflieger in der Luft gesehen habe, dann hat mich das auch interessiert. Plötzlich war es möglich. Und wenn man dann selber in so einem Kunstflieger drinnen sitzt, dann verspürt man, dass eigentlich kein großer Unterschied ist zwischen Kunstfliegen, zwischen Paragleiten, zwischen Klettern, was immer man tut. Ja. Man geht auf in seiner Begeisterung. Und so hat es sich dann auch ergeben, dass ich plötzlich ein Red Bull Aeros-Pilot war. Du kannst deinen Traum leben und das mache ich jetzt. Ich habe beim Aeros deswegen viel erreichen können, weil ich davor schon sehr viel erlebt habe und weil ich im Laufe der Jahre schon drauf gekommen bin, dass der Sport selbst oder das, was du im Moment machst, gar nicht das Wichtigste ist im Leben. Und deswegen habe ich auch die richtige Distanz bekommen und dann bekommst du die Distanz und kannst dich beobachten. Und wenn du beobachten kannst, dann kannst du lernen. Und wenn du da viel beobachtet und lernst und dann im Endeffekt kommt der Fleiß rein und vor allem die Einstellung, dass du das Spiel eines Aeroraces möglichst gut spielen willst, ja, dass du gewinnen willst, dann kannst du schon sehr erfolgreich sein. Klar, zum Schluss braucht es dann noch. Es braucht auch das nötige Quäntchen Glück dazu, es braucht das richtige Team, es braucht den richtigen Zeitpunkt im Leben. Alles muss einfach zusammenspielen, dass du dann erfolgreich bist und Weltmeister wirst.